Sag mir quando, sag mir wann. Die Gesetzesnovelle zur Wohnbauförderung soll bezahlbares Wohnen für die Menschen in Südtirol sichern, gleich ob in Miete oder in Eigentumswohnungen. Das Gesetz wurde letzte Woche der Landesregierung vorgestellt. Im Sommer soll das Gesetz dann vom Landtag verabschiedet werden. Um Wohnen leistbarer zu machen, wird die Landesregierung das Wohnbaugesetz erneuern. Darin sollen Förderungen vereinfacht und Verfahren beschleunigt werden. Seit rund 100 Tagen ist Waltraud Deeg jetzt für den Wohnbau verantwortlich. Sie will nicht nur die Kriterien für die Wohnbauförderung überarbeiten, sondern gleich die gesamte Wohnbaupolitik neu gestalten. Das Thema Mieten ist natürlich ein wichtiges Thema, was wir jetzt auch ganz dezidiert und umfassend in der Diskussion zum neuen Wohnbauförderungsgesetz mit allen Interessensverbänden diskutieren. Das Wohnbauförderungsgesetz ist ein Entwurf, der jetzt zur Diskussion mit den verschiedenen Interessensgruppierungen gerade zur Verfügung gestellt wird. Treffen dazu gibt es morgen wieder, hat es letzte Woche gegeben. Die Landesregierung will gegensteuern mit einem neuen Gesetz zur Wohnbauförderung. Wir sind uns der Herausforderungen der hohen Kaufpreise, der hohen Mieten bewusst, auch wenn wir stolz sein können auf das, was gemacht ist. Ich werde mich auch gerne mal mit der Gesetzgebungskommission dann vorab, bevor wir das Gesetz bringen, auch treffen, können wir gemeinsam ein bisschen die Ist-Situation klären. Es wird nicht alles im Wohnbauförderungsgesetz zu lösen sein. Also das Wohnbauförderungsgesetz, den Text haben wir an die Anwaltschaft übermittelt, schon etwas länger. Und da braucht es etwas Zeit, das zu begutachten. Ich führe derzeit die letzten Gespräche mit den Interessensvertretungen, die uns Vorschläge auch zugeschickt haben. Und sobald wir den Text von der Anwaltschaft erhalten und auch freigegeben haben, können wir dann konkret beginnen. Wir haben derzeit 5 Treffen mit den Stakeholdern immer zum neuen Wohnbauförderungsgesetz gehabt. Wir haben, wie gesagt, den Entwurf des Wohnbauförderungsgesetzes vorgestellt. Wir sind mit den Stakeholdern diesen Entwurf durchgegangen. So, also die Diskussion ist ja eine brandaktuelle. Ich bin auch etwas zu spät gekommen, weil wir gerade die letzten Feinheiten für den Gesetzentwurf zum Wohnbauförderungsgesetz klären. Eigentlich sollte das neue Wohnbauförderungsgesetz im vergangenen Jahr noch beschlossen werden. Doch aufgrund der Corona-Krise ist daraus vorerst nichts geworden. Wann genau das neue Wohnbauprogramm kommt, ist nicht klar. Laut der zuständigen Landesrätin Deeg wird es noch in dieser Legislatur kommen und eben jene neue Ansätze liefern. Sprich, mehr Generationen wohnen als wichtiges Thema. Das Thema dann auch vor allem das leistbare Wohnen, auch für junge Familien. Also das sind Themen, die möchten wir dann vor allem jetzt in diesem Bereich öffentlichen Wohnbau auch neu und besser aufstellen. Und da sind wir auf der Zielgeraden. Wir sind in Zusammenarbeit mit der Kollegin Hochgruber-Kuenzer noch dabei, das Wohnen mit Preisbinden auch gesetzlich in Abstimmung mit Landesgesetz 9, 2018 und dem Wohnbauförderungsgesetz zu bringen. Das sind wir auf einem guten Punkt. Ich sage es Ihnen ganz offen, die Performance, die Sie in den letzten Jahren zum Thema leistbares Wohnen abgeben, das könnte man auch als Waltrauds BBB-Projekt bezeichnen. Peinlich, peinlich, peinlich.